Eine Spur in der Ibiza-Affäre führt nach München. Ein österreichischer Fernsehsender präsentiert einen Zeugen. Sascha Wandl, Privatdetektiv und selbst wegen Spionagevorwürfen vor Gericht. Er vermutet hinter den Aufnahmen seinen ehemaligen Geschäftspartner Julian H. Ich habe Julian H. ausgebildet. Das Ibiza-Video trägt genau meine Handschrift. Auf den Videoaufnahmen habe ich ihn sofort erkannt. Ob sich die Vorwürfe belegen lassen? Unklar. Der Ex-Fraktionschef der FPÖ, Gudenus, weist die Verantwortung von sich. Er sagt, dass er sich in dieser Zeit prinzipiell in einer persönlichen Krise befunden habe, dass er knapp am Burnout gewesen sei, dass er zu wenig geschlafen hat und zu viel Alkohol getrunken hat. Ein Schuldeingeständnis sieht anders aus. Österreich hat mittlerweile 4 neue Minister, eine Expertenregierung aus Beamten, ohne die FPÖ. Zustimmung vom deutschen Außenminister. Ich halte alle Entscheidungen, die in Wien getroffen worden sind, für richtige, dass man einen solchen Skandal nicht einfach aussitzen kann, dass in der Zeit bis dahin es auch eine handlungsfähige Regierung gibt. Möglicherweise aber nur bis Montag. Dann wird abgestimmt über das Misstrauensvotum gegen Kanzler Kurz.